Ein Eimer haben wir schon. Ja, wird schon rot da oben. Ja, grüßt euch. Grüßt euch. Ja, ihr kennt ja Eisblumen. Kommen ja bekannterweise nur im Winter vor. Eisblumen, wie kann ich die denn jetzt irgendwie ein bisschen aufheben? Tja, in einer Eisvase. Ist das eine Schau? Eine Vase aus Eis. Ist der Hammer, das Ding. Das nenne ich mal Naturkunst. Da kann man Eisblumen reintun. Ein irres Teil, gell? Wunderschön. Schön. Das ist ein Traum hier. Ist das geil? Ein absoluter Traum. So richtig geile Neujahrstour. Wenn Neujahr wäre, aber wir sind 3 Tage vor Neujahr. Heute ist der 28. Dezember. So, wieder da heim in der Hütte. Erstmal Teewasser, ist ja eingefeuert. Und das da oben, das kann man es erkennen, ist das Bettenlager. Mal schön schlafen. So, die Hütte bei Tag. Jo, jetzt in der Hütte. Gemerkt, wir haben kein Brot. Habe ich eine Backmischung mitgebracht. Und wir werden mal versuchen, im Schwedenofen Brot zu backen. Ob das geht, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich habe nicht mal einen Messbecher, wir brauchen 300 Milliliter Wasser auf diese Menge und das probieren wir jetzt mal. Das sind 500 Milliliter, also nicht ganz so viel. So, dürfte ungefähr hinkommen. Fertig. Jetzt muss es eine halbe Stunde stehen. Dafür decken wir es ab mit dem Handtuch. Und das schön hier zu. Nachher tun wir es dann hier in die Pfanne rein. Die wird noch eingebuttert. Und dann ab in den Schwedenofen. Dauert es noch eine halbe Stunde, muss erst noch ein bisschen warten. Okay, jetzt tun wir die Pfanne einbuttern, damit der Teig nicht kleben bleibt. Ordentlich die Ecken. Grüß euch. Ja, ich bin dreckig, schöne Bergtour gehabt, jetzt würde ich mich waschen. Einzigste Wasserquelle heißt eiskaltes Wasser, 3 Grad minus, waschen. Das ist Shampoo für den Outdoor-Bereich, ist biologisch abbaubar, kann man ja wunderbar verwenden. Jetzt wird es kalt. Uiuiui. Oh, 3 Grad minus. Ja. Hm.
Ja. Puh. Ah, tut das gut. Ja, jetzt ist fertig. Dreiviertel Stunde haben wir das jetzt gehen lassen. Jetzt kommt es in die Pfanne. Das ist ein Riesenpfanne, ein kleines Brot, das macht nichts. So, kann noch ein bisschen gehen. So. So, und jetzt geht's ab in den Ofen. Ja, das Brot ist jetzt in der Pfanne. Ich hoffe, es wird ein lecker Brot. Ich habe es noch nie in einem Schwedenofen gebacken. Wir probieren es einfach mal. Rein damit. Halbe Stunde und ob es näher geworden ist, werden wir gleich sehen. Ja, das Brot ist fertig. Es ist ein bisschen angebrannt, wo die Pfanne aufgelegen hat, aber das habe ich jetzt abgekratzt und jetzt schneiden wir es mal an. Ja, lecker Brot. Das habe ich alles ein bisschen abgekratzt. Und das schneiden wir einfach mal an. Knusprig, ganz frisch, saftig, schön weich, aber genau richtig, ist auch noch so heiß.